Heyo liebe Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. Tja, das Jahr 2017 ist erst wenige Tage alt und ich möchte jetzt die nächste Zeit hier in diesem Video nutzen, um euch über meine aktuellen und folgenden Let's Plays aufmerksam zu machen, damit ihr einfach Bescheid wisst, was es hier in Zukunft zu geben wird. Aktuell laufende Projekte haben wir ja Paper Mario Color Splash, Super Mario Run und Mario Kart DS. Das sind wirklich so die Hauptprojekte, die ja auch regelmäßig kommen. Und so als Nebenprojekte, die aber auch laufen, haben wir Super Mario Maker, kommt sehr unregelmäßig, mal ein paar Parte, ungefähr 2-3 Stück im Monat, also wirklich unregelmäßig, kommt aber ab und zu. Minecraft mit Stan kommt ja jeden Dienstag um 21 Uhr. Dies kam sehr gut an und dies wird natürlich auch weiter beibehalten. Und mein neues Newsformat, was bis jetzt erst zweimal kam, auch dies wird es in Zukunft natürlich regelmäßiger geben. Und zwar jeden Sonntag um 18 Uhr gibt es immer eine Ausgabe von Top News mit den aktuellen News der Woche. Ich denke mal, das ist so ganz praktisch, wenn das wirklich ein eigenes Newsformat wird. Tja, die nächsten Projekte, die in absehbarer Zeit kommen, also im Februar so um den Dreh, haben wir einmal The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Dann haben wir mein Lieblings-Mario-Spiel tatsächlich, nämlich Super Mario Galaxy 2. Weshalb jetzt ausgerechnet dies mein Lieblings-Super Mario-Spiel ist, erfahrt ihr beim Let's Play von dem Game. Und Mario Party DS und Yoshi's Woolly World. Das sind so die Projekte wirklich für die nächsten Wochen, sage ich jetzt mal. Für die nächsten Wochen, Monate. Und nun habe ich noch ein paar weitere Projekte für das Jahr 2017, also dies unbedingt in diesem Jahr machen möchte. Da hätten wir einmal Yooka-Laylee, ob PC oder Nintendo Switch. Mal sehen. The Legend of Zelda, Ocarina of Time. Natürlich The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Ein Muss. Animal Crossing, Wild. Animal Crossing Mobile, also die Handyversion von Animal Crossing, die auch irgendwann in dem Jahr kommen soll. Seasons of Heaven haben die jetzt erst für die Nintendo Switch angekündigt. Der Trailer sah aber so cool aus, da konnt ihr es auch auf ein Display-Projekt einstellen. Mario Party 2, Super Mario 64, Kirby und der Regenbogenpinsel, New Super Mario Bros. Wii, Mario Kart Wii, Pokémon Go, Staffel 2, Staffel 1 hatten wir erfolgreich letztes Jahr, Metroid für NES, The Legend of Zelda für NES und noch vieles mehr. Es kommen natürlich ein Haufen Überraschungsprojekte und ein Haufen weitere Projekte, und das sind die Projekte, die ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall machen möchte, wo ihr sicher sein könnt, dass die kommen werden. Das sind ja auch so ein ganzer Haufen, ne? Wenn wir mal zählen, inklusive denen jetzt laufen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sind ja auch schon ein paar. Und dann haben wir noch ein paar Titel, die eventuell kommen. Und da hätten wir Super Mario Sunshine, Madden NFL 17, FIFA 13 bzw. FIFA 17, Need for Speed Most Wanted U, Splatoon im Story Mode, Luigi's Mansion und die Zombie U. Bei dem Projekt gilt, ich weiß noch nicht, ob ich sie mache, es wäre cool, aber beispielsweise Super Mario Sunshine oder Luigi's Mansion. Ich habe kein Gamecube bis jetzt, ich habe einen Freund, der eine Wii hat. Vielleicht kommst du irgendwie darüber spielen, wenn er die Spiele jetzt irgendwie kauft. Oder vielleicht kommen die Spiele bei der Nintendo Switch eben tatsächlich als Portung
von Virtual Console, dann wollt ihr die Chance nutzen und die auf jeden Fall Let's Playen. Dasselbe gilt für Madden, NFL und FIFA. Je nachdem, wenn Madden und FIFA für Nintendo Switch erscheinen, kaufen auf Nintendo Switch Let's Playen. Als Alternative wäre eben FIFA 13 für die Wii U. Da weiß ich aber nicht, ob es das Let's Play was sein eher nicht. Need for Speed Most Wanted 2 weiß es auch noch nicht. Wie schon Wii U. Mal sehen. Ja, liebe Leute, das ist meine Übersicht an Let's Play Projekten für 2017. Ich hoffe, es hat die Übersicht gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächste Zeit. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.